Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es um Daily Quiz Duell. Das erste Statistikvideo hat hiermit sogar begonnen gerade. Und in diesem Video schauen wir uns die ersten 10 Duelle von Daily Quiz Duell mal etwas genauer an. Die Statistik war ja nicht so gut, wenn ihr das verfolgt habt, die Folgen. War meine Statistik schlecht? Nur ein Sieg geholt, 8 Niederlagen dazu und unentschieden. Ja, aber ich kann euch schon mal sagen, in den nächsten 10 Folgen, also Folge 11 bis 20 die Tage, wird es besser laufen. Also es kann da eigentlich nur besser laufen. Ja, und schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an. Am Ende kommen auch erst die ziemlich interessantesten Statistiken meiner Meinung nach. Und wenn ihr auch noch irgendwelche Ideen habt für Vorschläge für alles Mögliche, schreibt es in die Kommentare. Auch natürlich, welche Statistiken ich hier noch mit aufnehmen kann in diese Videos. Dann werdet ihr es dann auch bei den nächsten Malen sehen. In circa eineinhalb Wochen wird das zweite Statistikvideo kommen von Daily Quiz Duell. Und jetzt also viel Spaß mit dem Video. Hier seht ihr nochmal eine kleine Übersicht über die ersten 10 Duelle. Also ein Sieg geholt. Ein Unentschieden und 8 Niederlagen, das war nicht so gut, die Bilanz, also die war wirklich schlecht. 74 Fragen habe ich richtig beantwortet und 87 Fragen haben meine Gegenspieler richtig beantwortet. Von 180 Fragen, glaube ich, sind es 18 pro Video, 10 Folgen, 180. Von 180 Fragen 74 richtig beantwortet, 90 wären eigentlich ja die Hälfte. Das ist eigentlich jetzt so mein Ziel für 10 Duelle, 90 Fragen richtig. Aber auch die Gegenspieler haben es nicht geschafft mit 87. Und somit sind die Duelle circa 7,4 zu 8,7 ausgegangen. Also mit 1 bis 2 Fragen Unterschied. Also auch recht knapp. Also es hätte deutlicher gehen können. Die Niederlagen waren jetzt nicht gerade so hoch. Ja, manche Niederlagen waren schon ein bisschen höher. Aber es waren die meisten Spiele auch ziemlich knapp. Da hat es dann auch um eine Frage gefehlt für ein Unentschieden. Also da hätte man die 8 Niederlagen schon vermeiden können. Also man hätte auch vielleicht am Ende nur 5 Niederlagen haben können und dann noch ein paar Unentschieden mehr. Aber jetzt schauen wir uns die einzelnen Spiele nochmal in der Übersicht an. Und das war hier, wo es ziemlich knapp war, 9 zu 10, das erste Spiel verloren gegen Wolfs Zitzen Chips. Da hat es um eine Frage gefehlt. Und das werdet ihr auch in den anderen Screenshots sehen, wo ich hier auch gemacht habe, bearbeitet habe auch. Dass es einfach oft auch ziemlich knapp war. In der zweiten Folge von Daily Quiz Duell habe ich gleich mal gegen Jonas Palko gespielt. Geht ja auch in eine meiner Parallelklassen. 6 zu 6 Unentschieden, das war gleich das Unentschieden. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist in Ordnung. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich verliere das, aber dann habe ich wirklich stark aufgeholt. Das war so eine Aufholjagd. Die ersten 3 Runden liefen da gar nicht gut. Da war ich schon 1-4 hinten nach 3 Runden. Da dachte ich, ja, das habe ich verloren. Aber ich habe dann noch ein Unentschieden erkämpft. Das war dann ordentlich. Dann Folge 3, Tag 3. Sozusagen 8 zu 9, da war es wieder so. Eine Frage, die letzte Runde einfach. Eine Frage dann hat gefehlt, da immer unentschieden. Erste Runde, zweite Runde, dritte, vierte, fünfte Runde. Immer gleich viele Fragen richtig gehabt und dann in der letzten Runde, ja, hat der Gegner eine Frage mehr beantwortet richtig. Und somit dann wieder eine knappe Niederlage. Ja, am vierten Tag war schon etwas deutlich 8 zu 11 verloren mit 3 Unterschied. Ja, Runde 5, Runde 6, da war ich gut, aber ansonsten die anderen Hunden waren mangelhaft. Wie ihr seht, Runde 3, Runde 4, die beiden Hunden haben es da praktisch entschieden. Und auch am fünften Tag hat wieder eine Frage gefehlt. Das ist jetzt zum dritten Mal schon so. Und so knappe Niederlagen hätte man auch vermeiden können, meiner Meinung nach. Da waren hier die ersten 2 Hunden schlecht. Wenn man da einfach auch beide Mal eine Frage richtig hätte, hätte man auch schon gewonnen. Also es wäre da auf jeden Fall in jedem Spiel mehr drin gewesen.
Ja, am sechsten Tag waren es dann wieder 2 Fragen, Unterschied 8 zu 10 verloren. Da war es letzte Runde Musik und Hits. Ja, da hat mein Gegner 3 Fragen richtig gehabt. Sport und Freizeit habe ich auch eins weniger, aber ansonsten auch immer unentschieden. Da habe ich zum Beispiel keine Hunde gewonnen. Einfach nur unentschieden und dann wieder 2 Hunde verloren. Und somit, ja, 2 Fragen hätte man aber auch vermeiden können. Ja, am siebten Tag nach einer Woche, also der Lig Visuel, die höchste Niederlage, aber da war der Gegner einfach zu stark. Das sieht man, da hätte ich keine Chance gehabt, wenn der Gegner einfach immer 2 Fragen pro Runde richtig beantwortet und manchmal auch 3, dann kommst du nicht mit. Also 14 Fragen hätte ich nie im Leben da richtig beantwortet. Also diese Niederlage wäre nicht vermeidbar gewesen. Ja, das erste Duell gegen Max 17 Unterschied 10, da war es auch. Da hat eine Frage gefehlt. Ja, weil ich einfach fünfte, sechste Hunde oder auch die erste Hunde einfach nichts richtig hatte. Das war da so mein kleines Problem. Hunde 3, Hunde 4 waren von uns beide gut, aber die anderen Hunde hat man schon gesehen. Da waren wir beide jetzt nicht, überhaupt nicht gut. Und dann hat der Jen halt einfach eine Frage mehr richtig. Und somit dann auch hier eine knappe Niederlage, die aber auch vermeidbar gewesen wäre. Und dann in Runde 9 ebenfalls gegen Max 17 Unterschied 10. Das war das zweite Duell. Da wollte ich eine Revanche und die Revanche habe ich gewonnen mit 6 zu 3. Aber 6 richtig beantwortete Fragen ist auch wenig. Das sind ein Drittel richtig und 2 Drittel falsch. Aber da hat Max auch keine gute Runde gemacht. Sieht man 3 Fragen richtig, sieht man auch nicht oft. Aber sowas habe ich auch öfter mal. Und auch hier in der 10. Partie habe ich wieder gegen Max 17 Unterschied 10 gespielt. Und da auch eine Frage hat gefehlt. Eine Frage hat gefehlt. Richtig zum Unentschieden. Also man hätte da von den 8 Niederlagen auf jeden Fall 5 vermeiden können. Dann hätte man 3 Niederlagen und ein paar Unentschieden und ein paar Siege mehr. Und dann wäre die Bilanz schon gleich viel besser. Also es war immer sehr knapp. Ich war immer sehr knapp dran. Und das muss ich versuchen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Keine Ahnung, wie lange ich noch Daily Whistle hier mache. So lange, wie es mir halt Spaß macht. Das muss ich da auf jeden Fall verbessern in Zukunft. So, jetzt geht es also weiter mit dem zweiten Teil des Videos, nämlich Daily Quiz Duel Ranking der Kategorien. Das ist auch sehr interessant, wie ich in einzelnen Kategorien abgeschnitten habe, also wie viele Fragen richtig und falsch ich gehabt habe. Das habe ich jetzt noch nicht mit reingenommen und auch wie die Gegner waren. Das werden wir einfach dann nach, ja, 50 Tagen machen, nach 50 Tagen oder nach 100 Tagen, je nachdem werden wir das immer ein bisschen genauer, ausführliche Statistiken machen, so habe ich es mir vorgestellt. Und jetzt gibt es einfach nur hier ja, die Kategorien, welche wurden am öftersten genommen und welche wurden am wenigsten genommen. Ja, jetzt kommen wir zuerst zu den meistgewählten Kategorien. Und die meistgewählte Kategorie von mir und von den Gegnern ist rund um die Welt 7 Mal von 10 Mal möglich gewählt worden. Somit auf Platz 1 hinter Sport und Freizeit mit 6 Mal gewählt. Was mich so ein bisschen überrascht hat, Medien und Unterhaltung tatsächlich 5 Mal genommen worden von 10 Mal. Und da gibt es auch einige Kategorien, die 4 Mal genommen wurden. Nämlich Glaube in Religion, draußen im Grün, im Labor und die 2000er. Und noch zwei, drei mehr, aber die habe ich natürlich hier nicht mehr aufgebracht auf ein Bild. Hier sieht man schon Hunde gewählt, Sport und Freizeit. Klar habe ich immer sehr oft gewählt und auch die Gegner manchmal. Somit kommen halt die Zahlen dann zustande. Aber ich hatte es eh schon gewundert, dass keine Kategorie 8 oder 9 Mal gewählt wurde. Jede Kategorie wurde einmal gewählt. Das ist das Mindeste, ist einmal. Und das seht ihr jetzt bei den ja, nicht meistgewählten Kategorien. Ja, hier also die Kategorien, die am wenigsten gewählt wurden. Und das sind 5 dabei, die nur einmal dran kamen. Und natürlich auch noch einige mit 2. Körper und Geist, Macht und Geld, Computerspiele, Bücher und Wörter und Comics wurden nur einmal genommen. Ich habe aber allerdings nicht dazu geschrieben von mir oder vom Gegner, weil es wird einfach zu lange dauern. Ich kann doch nicht auch einen ganzen Tag hier YouTube machen, Statistiken heraussuchen für euch. Das kann ich einfach nicht den ganzen Tag machen. Ich muss auch noch für die Schule lernen. Zu Hause natürlich auch. Familie hat man natürlich auch klar. Dann hat man natürlich auch noch Freunde. Man bewegt sich, geht raus. Wetter ist ja auch noch ziemlich schön, der Herbst. Und da habe ich einfach auch dann nicht so viel Zeit für YouTube. Da kann ich mir das dann nicht nehmen und so viel Kategorien machen, wie ich will. Ich würde schon euch gerne das sehr ausführlich darlegen, aber ich mache halt es so ausführlich wie möglich. Ich will jetzt auch keinen langweilen mit diesen Videos.
Dann TV-Serien und Kunst und Kultur wurden jeweils zweimal gewählt und dann gibt es, glaube ich, noch eine Kategorie, die noch zweimal gewählt wurde. Und der Rest, der hier nicht dabei ist, wurde drei- oder viermal gewählt. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon mit diesem Video von Quizwell-Statistiken der ersten 10 Tage. Es wird auch eins geben von Tag 10 bis Tag 20, von Tag 11 bis Tag 20 und so weiter. Also es wird jede 10 Tage circa so ein Video geben. Also, somit war es das also für dieses Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.